Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog und heute geht es um die berühmt-berüchtigten Luftblasen. Hallo Martin und Team. Morgens vor der ersten Fütterung habe ich immer Luftblasen, die über die Länge des Teiches stehen bleiben und dann zerplatzen. Auch im Skimmer steht ein wenig Schaum. Sobald ich anfange zu füttern, stehen die Luftblasen nur noch beim Ausströmen und der Schaum im Skimmer ist auch verschwunden. Sind das die Luftblasen, die Sie in Ihren Blogs immer bevorzugen? Danke für die vielen Blogs und informativen Beiträge mit freundlichen Grüßen aus dem Siegerland, Achim. Ja, Achim, die Luftblasen entstehen ja durch organische Verbindungen im Wasser und wenn die Luftblasen da sind und stehen bleiben, hat man in der Regel auch den entsprechenden Glanz. Man muss immer aufpassen, wenn Medikamente oder Salz im Wasser ist, verändert sich die Konsistenz der Luftblasen. Da muss man ein bisschen unterscheiden und das braucht auch Erfahrung. So wie du es jetzt beschreibst, kann ich nicht wirklich sagen, ob das die Luftblasen sind, über die wir sprechen oder dass die bevorzugten sind. Allerdings kann ich dir sagen, es ist ganz normal, dass morgens vor der ersten Fütterung, wenn es aus der Nacht rauskommt, dass man da deutlich mehr Luftblasen hat als tagsüber. Das kann natürlich damit zu tun haben, dass die direkte Sonneneinstrahlung auf die Luftblase zum Platzen bringt. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Das kann was damit zu tun haben, dass sich vielleicht auch der pH-Wert im Teich verändert oder dass sich einfach über die Fütterung auf der Oberfläche eine andere Spannung ergibt von gewissen Rücklösungen aus dem Futter. Keine Ahnung, da bin ich jetzt zu wenig Experte, aber die Luftblasen sind wichtig, insbesondere wenn es darum geht, dass die Koi auch schöne Farben haben, dass sie einen schönen Glanz der Haut haben. Die Fische können am Ende immer nur so schön sein wie das Wasser, in dem sie schwimmen. Und das ist, was ich schon anfangs in den Blogs immer gesagt habe, ich hasse ozonisiertes Wasser. Warum ozonisiertes Wasser? Das wirkt für mich kalt, das wirkt für mich hart, das wirkt für mich unorganisch und das hat auch keinen Glanz. Und auch die Luftblasen bleiben in der Regel nicht so stehen, hängt natürlich auch von der Menge des Ozons ab. Aber so matt wie die Oberfläche im klassisch ozonisierten Teich ist, so matt sind in der Regel auch die Farben. Daher bin ich nicht der große Freund und ich habe es ja schon oft in den Blogs gezeigt, die perfekte Luftblase ist in der Regel, oder die Ansammlung von Luftblasen ist in der Regel so, dass in der Mitte eine größere steht und dann außenrum bilden sich verschiedene kleinere und die haften so aneinander. Und es sieht vor allem, die Luftblasen sehen nicht chemisch aus. Wenn man jetzt Salz oder Medikamente im Wasser hat, insbesondere häufig durch Wurmmittel verursacht, das sieht man, dann ist das eher so ein Waschmaschinen-Spülmittelschaum. Und das ist nicht der gewünschte Schaum, aber der geht ja auch vorüber in dem Moment, wo dann die Salzkonzentration im Wasser abgesenkt wird. Oder wenn das Medikament dann wieder abgebaut ist, dann sollte der alte Schaum wieder da sein. Ja, für den Schaum ist es halt mal so, oder auch für den Glanz auf der Wasseroberfläche, alle, die mit Sedimentationsfiltern arbeiten, wie zum Beispiel Bürstenfilter, haben es einfacher, die entsprechende Konsistenz des Wassers hinzubekommen, als Leute, die jetzt mit Trommelfilter, Papierfilter, Endlosbandfilter arbeiten. Das ist klar. Und aber auch hier, ein Teich, der dicht besetzt ist, hat es auch wieder leichter, wie ein Teich, der dünn besetzt ist. Also auch die Futtermenge spielt eine recht große Rolle, wenn es darum geht, wie ist der Schaum nachher und wie hoch ist der Glanz an der Oberfläche. Und Sie glauben gar nicht, alle Koi-Farmen in Japan und insbesondere die, die auf der Shinkokai um die größten Preise unter den Koi Japans kämpfen, die machen da eine richtige Wissenschaft draus. Wie halten sie ihre Koi, wie sind die Lichtverhältnisse, wie oft wird der Filter gereinigt, wie ist die Konsistenz des Wassers, weil das wissen die alle, dass die Schönheit der Koi am Ende nur die Schönheit des Wassers widerspiegelt. Wir haben natürlich, die Basis macht natürlich die Genetik und alles aus und auch die Kondition der Koi. Aber die oberen 10-20%, wo sich der eine Koi vom anderen unterscheidet, das ist im Prinzip die Wasserqualität. Und Sie glauben gar nicht, wie schwierig das ist. Und ich glaube, es gibt keine zwei Koi-Farmen, die da das Gleiche tun, sondern da hat irgendwie jeder seinen eigenen Weg und macht auch ein bisschen so sein Geheimnis draus. Machen Sie es gut, vielen Dank für deine Frage, lieber Achim. Und wenn Sie was wissen wollen, einfach schicken. Ich versuche es zu beantworten. Bis dann. Ciao.